Diese Schüssel, die sieht doch aus wie ein Lampenschirm. Man läuft durch die Küchenabteilung und denkt sich, was für eine schöne Lampe, und dann stellt man fest, man ist hier falsch. Wir waren bei IKEA wie Sherlock und Watson unterwegs und haben uns was überlegt, wie man daraus einen Lampenschirm macht. Das könnte gut funktionieren, ja. Vasen kann man immer gucken. Also ich habe verschiedene Schüsseln mitgebracht, denn was mir vorschwebt, ist so eine Designerlampe. Flowerpot-Lampe heißt die, glaube ich. Und die hat so einen Schirm und dann unten drunter nochmal so oder so. Und dann gibt es die mit verschiedenen Füßen. Einmal einfach nur auf einem Gestell und einmal, glaube ich, obwohl, ne, die Flowerpot-Lampe ist, glaube ich, immer einfach auf einem geraden Gestell. Und kostet irgendwie 300 Euro und sieht genauso aus wie diese Schüssel. Und irgendwie reizt es mich jedes Mal, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe einen messingfarbenen Lampenfuß und ein roséfarbenes Spray. Das ist so ein ganz leichtes Rosa. Und ich dachte, das passt mega gut zusammen. Das stelle ich mir sehr schön vor. Aber fangen wir erstmal hiermit an. Scuffed ist das. Scuffed in Messing. Schön, oder? Unter dem letzten Video hat jemand geschrieben, das ist eigentlich alles gar nicht schwedisch, sondern das sind einfach Fantasienamen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber macht nichts. Jetzt muss da die Schüssel drauf. Und wir haben diesen ganz einfachen Lampenschirm hier mitgenommen. Und gedacht, wenn man den falsch rum draufsetzt, müsste der genau genug Abstand bieten, dass die Schüssel, also dass die Glühlampe geschützt ist und die Schüssel im richtigen Abstand drauf sitzt. Dazu müssen wir den auseinandernehmen. Sehr gut verleimt. Qualitätsarbeit, IKEA. Oh, ja, das wollte ich erreichen. Und das passt jetzt genau hier drauf. Und dann passt das da drauf. Und schon hat man so eine Lampe. Ist doch geil, oder? Also das ist auch alles so Augenschmerz. Aber natürlich noch festkleben. Aber solange die Aufsätze hier einfach alle genau zusammenpassen, könnte man es jetzt einfach direkt schon so verkleben. Also hier einfach Kleber drauf, hier unten Kleber drauf und hätte schon eine Designerlampe. Kann sich den Deckel entsprechend ansprühen. Jetzt haben aber diese super Designerlampen hier unten noch so eine Schüssel drin praktisch. So, so sehen die aus. Muss es noch nicht mal kleben unten. Kann sein, dass es jetzt rausguckt. Nö. Das ist perfekt. Ich wollte jetzt nur noch schnell das Ding hier abfiebeln. Na, geht mal wieder richtig gut. So, auf jeden Fall kann man ja hier, wenn man das hier reindreht, auch das einfach noch mit reindrehen. Oder? Ich glaube, ich würde einfach mal loslegen. Und hier mal reinbauen und mal gucken, ob man reinbohren kann. Einfach mit einem ganz normalen Bohrer und dann guck mal, wie wir es größer kriegen, ob wir es größer feilen oder. Oder hast du noch irgendeine schlaue Idee? Nö, erstmal nur gleicher Bohren und dann. Gleicher Ansatz, einfach drauf, einfach mal gucken. So, welche davon sind die Metallbohrer? Die goldenen. Goldenen? Sicher? Ja. Einfach festhalten und drauf. Ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Ein Loch drin. Ein kleines. Vielleicht probiere ich es nochmal mit dem großen. Also der große geht gar nicht mal so leicht. Also überlege ich jetzt, ob ich mit dem kleinen so einen Kreislein entlang gehe und dadurch praktisch das Mittelteil rauslöse. Weil das hat easy funktioniert und mit dem jetzt nicht. Aber keine Ahnung warum. Meinst du nicht, dass es genau dieser Innenkreis ist? Ja, ich glaube auch, das ist genau der, den es hier auch hat. Perfekt. Ja, dann gehen wir doch einfach hier mit den kleinen entlang und gucken mal, wie gut es funktioniert.
Ganz schön anstrengend. Das ist Bohrarbeit näher. Sieht gut aus, ha? Also, sieht nicht gut aus, aber ich dachte, ich mache es mit der Zange, löse ich es raus und dann feile ich es mir auf die Größe, die ich brauche. Ja, eigentlich brauche ich gar nicht mehr so viel, so eine Ecke hier. Die kann ich vielleicht sogar einfach wegklipsen. Ich hoffe, man sieht es da nicht von unten, aber das wird sich jetzt zeigen. Schöne Handwerkskunst ist es nicht, was ich hier gemacht habe. In der einen Ecke sieht man es ein bisschen. Aber gut, dann müsste man sich jetzt unter die Lampe legen. Dann gucken wir mal, ob man alles wieder so zusammenstecken kann. Ne? Das ist jetzt fast ein bisschen zu niedrig, ne? Also eigentlich bräuchte man jetzt was Höheres, damit man den unteren Part sieht. Die kleine Schüssel drauf. Die kleinere? Ja, dann ist die Lampe nicht mehr so geil, oder? Ja, das sieht jetzt aus wie so eine Puppelversion davon. Also wir bräuchten praktisch hiervon eine höhere, um diesen Effekt hinzukriegen. Ja, das ist der Look, den wir haben wollten. Schon geil. Mit dem. Also eigentlich kann man das ja hier unten drüber stülpen, oder? Wo das jetzt hier wieder nicht rausgeht. Also ich krieg's nicht drüber, außer ich deconnecte die Fassung. Das ist alles nicht so einfach wie gedacht. Also dass man es hier unten dran, dadurch sitzt das praktisch tiefer. Aber ich dachte gerade, ich kann es hier einfach drüber fädeln, aber kann ich nicht. Müsste ich den Stecker abmachen. So, ich habe gerade die zweite Lampe auseinandergenommen, weil die ja hier oben noch den Ring dran hat. Und versucht die so reinzusetzen. Lass dich nicht, das natürlich jetzt nicht so fixieren, müsste man jetzt kleben, aber dann passt es von den Höhenverhältnissen. Also ja, jetzt noch ein paar Ecken, die hier so nach unten rausstehen. Ich hätte aber gerne, dass es aufsitzt und versuche ich die noch mal so ein bisschen abzuschmuggeln einfach. Das ist ganz gut. Perfekt. Dann sprühen wir es jetzt an, würde ich sagen. Sprühen wir das an, dann kann es trocknen und dann überlegen wir uns, mit welchem Kleber wir das da reinmachen. Ob Heißkleber oder irgendwie so ein Sekundenkleber oder sowas. Was nehmen wir da? Sekundenkleber. Ich habe so eine coole, ganz zarte, rosa, matte Farbe. So. Für die zweite Lampe habe ich mir einen sehr ähnlichen Ansatz überlegt. Und zwar den hier. Also entweder auf so eine geradlinige Vase einfach oder die fand ich ziemlich cool. Die Schwierigkeit hier ist natürlich, irgendwie muss ja das Kabel durch die Vase. Also man kann es natürlich hinten runterleiten einfach, aber das ist ja nicht schön. Und außerdem wollte ich schon immer mal ein Glas bohren probieren. Es gibt so Glasbohreraufsätze. Also so, die sind dann irgendwie so vorne spitz und irgendwie schaben das eher so raus. Aber ich dachte, ich probiere das mal mit einem Dremel, also mit so einem Multifunktionsgerät, weil das ist ja auch, also damit habe ich irgendwie mal so in die Eier reingedremelt zu Ostern und so. Das geht ja so ganz langsam, dass man das so raus. Und ich hoffe, dass das für Glas auch funktioniert. So, welche Seite ist die schönste? Ist egal. Also eine ganz schön dicke Vase und ein ganz schönes Projekt. Aber ich bin jetzt durch. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen weitermachen, dass das Kabel durchpasst. Hat ja auch nur Stunden gedauert. Vielleicht doch einen Glasbohrer zulegen nächstes Mal. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das Kabel so durch, dass es von innen rauskommt? Ich würde ein Stück Draht nehmen. Zerr hier hinten einfach die Klemme ab. Mit Gewalt. Ich habe mir einfach so eine Basislampenfassung hier mitgenommen. Kam die mit dem? Ja, ne? Ja. Ja. Und da ist hinten eine Klemme dran. Oh, die hau
ziehe ich jetzt ab, dass ich das Kabel durchkriege. Und dann machen wir da am Ende einfach einen Stecker dran. Also ich habe einen Draht, den versuche ich mal durch die Vase hier hoch. Ja. Ah doch, ich habe ihn. Ah, cool. Der Trick hat funktioniert. Geil. Wenn jetzt alles oben noch so aufeinander passt, wie wir uns das gedacht haben. Ja. Was brauchst du? Die Lampe. So war das doch jetzt gedacht, oder? Nee. Große Glühbirne. Ah. Gibst du mir eine große Glühbirne rüber? Merci. So, das steht eigentlich schon alles ziemlich stabil. Vielleicht kann man das hier unten einfach nochmal mit so ein bisschen Kleber fixieren. Also es hält auf jeden Fall gerade drauf. Aber man kann es natürlich nochmal ein bisschen zusätzlich fixieren. Und die hier oben, ich würde es einfach auf den Ring Sekundenkleber machen, den einmal gerade draufsetzen und dann passt. Oder sollen wir den doch ansprühen? Ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir sprühen den weiß, oder? Mhm. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt erstmal so. Und je nachdem, wo er in der Wohnung steht, wird er später schwarz oder weiß gesprüht dann, oder? Man jetzt irgendwie doch ganz schön viel noch sieht vom Ding. Aber das sind diese IKEA-Dinger, die kann man mit schmalen und mit... also man kann das Dämsel hier raus machen und dann kann man es runtersetzen. Mal gucken wir mal, ob das besser aussieht, weil ich glaube, das ist dann eine anständigere Höhe. Passt. Die Materialien verlinken wir euch natürlich alle in der Infobox wie immer, falls ihr den gleichen schönen Rosaton haben wollt. War ich jetzt schon schön. Ja gut, das muss jetzt noch ordentlich aufeinander angebracht werden. Und dann sieht das geil aus. Yay! Es leuchtet. Ich bin so ein bisschen stolz auf meine Lampenkreation. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für oben. Ist alles drin? Ja. Passt, oder? Super. Nervenkitzel. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin begeistert, ehrlich gesagt, dass wir das so cool hingekriegt haben. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich platziere jetzt meine Lampen in der Bude. Geil.